Ja. Und? Nun ja, wenn diese Sperrkette oben ist, Dann ist nicht mit auslaufen. wird schwierig. Also ich weiß es nicht. Wir müssen uns wahrscheinlich angucken, wie es vor Ort aussieht. Und Wieso, dann dann nehmen wir vielleicht. das Schiff und dann macht der Zwerg die Kette kaputt. Furchtbar schade, aber Zwerge können auf Wasser nicht zaubern. Das ist doch Ich allgemein will ja nicht bekannt. unbedingt eine 150-Mann-Galeasse aus dem Kriegshafen übernehmen, Marvel mir. Sondern Irgendein Kutter wird schon reichen. ein Kutter. Ihr wollt mit einem Kutter durch die Schwarze See. Marvel mir, wir sind auf ganz anderen Dingen durch die blutigen Seen gefahren und ihr wart dabei. Ja, Mir diese waren missfällt größer diese und Idee. gefährlicher. Ihr wart nicht dabei. Stimmt. Aber ich habe Warum davon ist gehört. Karino eigentlich schon im Bett? Er könnte es euch erzählen. Wir sind auf einer winzigen kleinen. Ach, wie hießen die Dinger denn noch? Schaluppe? Nein, so ein Beiboot? maraskanischer Baustil. Kanu? Wer? Talucke? Auf einer Chloris? Talucke, genau. Auf einer Talucke sind wir da durchgeschippert. Das war ein Abenteuer, ich sage es euch. Also ich weiß nicht, was eine Taluke ist, aber. Ein Und Boot. kennt ihr eine Zedracke? Ja. Eine Talucke Nein. ist. Nun, nicht das. Kleiner, halb so groß. Das klingt mir nach einer sehr doofen Idee. Warum machen wir sowas? Ich weiß Mir nicht. klingt das auch nach einer sehr, sehr dummen Idee. Vor allen Allerdings. Dingen, Wir müssen öfter mal anlegen, damit die Zwerge ihr Gewicht abbauen können. und was? Hoffentlich wird es von Perikum bis nach Zorgan höchstens 2 Tage Fahrt sein. Ja, aber wir haben zwei Zwerge. 2 Tage! 2 ganze Tage! Da müssen wir Oh, mindestens nee. einmal anlegen, damit die Zwerge ihr Gewicht abbauen können. Sonst. Das wird sicherlich gehen. Also, wenn ich richtig informiert bin, mit einem guten Kapitän können wir sicherlich in 20 Stunden dort sein, wenn man durchfährt. Deswegen Natürlich habe ich ja viel auch schneller. die Schiffsreise so geplant, dass wir dann eben sehr schnell dort ankommen. Klingt nach einem sehr guten Vorschlag. Und macht euch darum keine Gedanken. Ihr seid schließlich durch den Sturm von Maraskan gesegelt, das wird ein Klacks. Ihr seid schon Für ziemlich euch. viel herumgekommen. Ich gehe, wohin die Götter mich zwingen. So könnte man es auch ausdrücken. Aber Naja, gut, ich werde mich dann. schon mal nach oben ins Bett verabschieden. Ich bin schon ziemlich müde, genauso wie Kiaras. Und dann. Wir sehen uns dann morgen früh. Gute Nacht, Gute eure Nacht. Gnaden. Gute Gute Nacht. Nacht. Bin mir sicher, der war nicht müde, sondern hatte eher mit dem Schankknecht zu tun, den er gerade eben so angesehen hat. Denn den habe ich auch nicht mehr gesehen. Ja, ein eifersüchtiger Blick von Yarlan, der sich dann so ein bisschen umsieht. Und währenddessen bekommt Isarund dann auch ihr heißes Teewasser vor sich hingeschüttet. Ja, dann kippt sie sich da ihre Pfeilblüten getrockneten rein. Seid ihr sicher, dass das nicht giftig ist? Das sieht Olgax, giftig ich habe ein aus. bisschen Angst, dass wir schon wieder träumen. Das Konzept von Träumen habe ich seit gestern verstanden, dass man Bilder sieht, wenn man schläft, und ich habe Angst, dass das nochmal passiert. Sind die Träume immer so gefährlich? Ich weiß nicht, ich hatte auch noch nie geträumt. Also, wie sieht's denn aus mit den Träumen? Ist Aber das immer so? das ist im Süden, ist das besser. Stimmt, da gibt's doch keine untoten Drachen. Da gibt es lebendige Oder? Drachen. Und Aber lebendige ich. Drachen kann man ja umbringen. Naja. Dann sind die to tote Drachen. Ja, aber Und das nicht könnte untote Drachen, Perldrachen aber dort mir. geben. Da habt Untote ihr sind wohl das recht. Problem. Ihr habt die Dialektik des Toten und Untoten also verstanden. Ja. Sehr gut. Bei Iserun, seid ihr euch wirklich sicher, dass das nicht giftig ist? Das sieht gar nicht gut aus, was ihr da macht. Ich bin mir sicher, das habe ich doch schon tausendmal getrunken. Ihr anderen, ihr habt das doch auch schon getrunken. Auf ihm hat sich da bisher immer sehr fein zurückgenommen. Ah, das stimmt ja. Irgendwie Ich riecht das weiß nicht. komisch. Es Ja. mag komisch riechen, aber es ist wirklich sehr heilkräftig. Ich will euch mal glauben. Das ist aber sehr großzügig von euch. Vielen Dank. Bitte. Oh, ich mache mir auch erstmal einen Aufguss, aber ich gebe den dann ins Bier rein. Ja, du erinnerst dich nochmal wieder ein bisschen zurück an die verschiedenen Aufgüsse. Isarun hatte dir in der Party noch das mit dem Met und dem Zwiebelsaft erklärt. Naja, zumindest könnt ihr noch ein paar Geschichten dann erzählen, während ihr dann da sitzt. Das Bier genießen, auch wenn es nicht ganz so kräftig ist und auch nicht ganz so schaumig. Und ja. So könnt ihr dann auch die Nacht dann wieder nach oben gehen in den großen Schlafsaal. Immerhin habt ihr die Nacht davor nicht ganz so gut verbracht und seid dementsprechend auch schon sehr müde durch die Reise.
Und ja, wenn ihr mal das Schnarchen der Zwerge ignoriert, könnt ihr tatsächlich wieder regenerieren. Es gibt keine Albträume hier im Süden. Beziehungsweise südlich der Natter. So weit im Süden seid ihr nicht gekommen, aber... Bringt das Gasthaus irgendwie einen Bonus? Nee, plus minus null. Okay. Keine guten Betten. Gerade der Schlafsaal nicht. Für zwei Heller kann man da nicht viel erwarten. Gut, am nächsten Tage könnt ihr von Vier Oak aufbrechen und auf der Straße, die jetzt wesentlich kleiner und enger ist als die Reichsstraße am Vortag, in Richtung Erlenstamm aufbrechen. Die Reise verläuft quasi ereignislos. Es gibt keine Menschen auf der Straße, niemand, den ihr hier erkennen könnt, wenn ihr durch verschiedene kleinste Dörfer oder Ansiedlungen kommt, dann werdet ihr erkennen, dass diese, naja, also die Menschen sind hier noch da, haben von vielen Flüchtlingen gesprochen, also auch hier kommen eine ganze Menge Menschen durch, die dann in Richtung Süden oder in Richtung Osten, in Richtung Perikum fliehen, weg von Gareth oder auch weg von Dapatien. Also sie berichten ebenso, dass es hier wenig gibt. Die Firon-Geweihte hat euch dann, wie gesagt, am Vortag gemeinsam mit den beiden Raben uns verlassen. Der Bär bleibt in der Obhut von Raffi. In Erlenstamm könnt ihr dann ebenso übernachten. Auch hier wird es keine weiteren Albträume geben. Und am nächsten Tage in Richtung Wandlet aufbrechen. Die große Grafenstadt, wo ihr allerdings auch irgendwann gegen Nachmittag ankommt. Ihr könntet jetzt natürlich auch noch weiter in Richtung Pereinsgarten. Das ist zumindest das, was Avianda vorschlägt. Ihr könnt aber auch schon in Wandlet bleiben, wenn ihr mögt. Und dann verschenkt ihr einen Vierteltag der Reise. Das ist jetzt eure Entscheidung. Konnten wir nochmal normal regenerieren, wo wir geschlafen haben? In Erlenstamm noch eine normale Regeneration, ja. Okay. Und entweder bleibt ihr jetzt hier in Wandlet, oder ihr könnt noch weiter nach Pereinsgarten, das würdet ihr also noch schaffen. Wir fahren natürlich weiter. Ja, die Orte sagen mir beide nichts. Ich denke, wir sollten weiterfahren. Ich weiß nichts über Pereinsgarten, was das irgendwie verhindern sollte. Garten, das klingt doch schön. Klingt sehr bäuerlich. Reine Dame drin, das kann doch nur schön sein. Sollte unser letzter Halt vor der Reichsstraße sein, wenn ich mich nicht täusche. Da geht's flotter, oder nicht? Gerade mit dem Wagen. Na gut. Außer dir ist voll mit Flüchtlingen, dann geht's natürlich nicht so flott. Wollen wir nicht hoffen. Die meisten Leute, die auf Reichsstraßen unterwegs sind, haben den guten Sinn, Platz zu machen, wenn ein Streitwagen vorbeikommt. Da habt ihr nicht ganz unrecht. Ausgezeichnet. Gut, dann weiter. Wir müssen noch ordentlich Weg machen. Ja, nach Pereinsgarten werdet ihr dann auch ohne Probleme kommen. Ihr dürft mir jetzt aber mal eine Wettervorhersage würfeln. Jetzt kommen wir die guten Wildnistalente. Ja, jetzt fangen wir an mit den Wildnistalenten. Das letzte Mal gewürfelt haben wir. Das gibt's doch nicht. Aber geschafft. Ja, mit plus minus null, ne? Reicht. Ich kann dir sagen, das Wetter ist gut. Kann man irgendwie ableiten auf irgendwas? Du kannst ableiten, Wildnisleben plus 10. Wildnisleben plus 10. Ja, mit dem THW von A. Ja, Boltax, der Höhlenwetterzwerg. Wenn das Wasser an der Decke kondensiert, gibt's draußen Regen. Ja, und wenn der Stein fliegt, dann ist Orkan. Ja, also Jalan weiß, wenn er nach oben guckt, aktuell regnet das nicht, das ist gut. Und Boltax kann das sogar so weit deuten, dass es morgen aufgrund des Gewitters, was da wohl sich aus Richtung Perikum anbahnt, aus Richtung Osten, was da so rüberzieht. Es wird morgen höchstwahrscheinlich dann sich abregnen auf dem Weg. Morgen ja. Wird es wohl regnen. Aktuell, wie gesagt, könnt ihr dann in Pereinsgarten dann unterziehen. Werdet da wieder so eine kleine Scheune oder sowas bekommen, wo ihr dann in einem weiterhin schlechten Gasthaus dann schlafen könnt. Und ähnliche Begebenheiten, sehr einfaches Leben, wo man nicht mit vielen Gästen rechnet. Auch wieder der Schlafsaal für zwei Heller. Genau, und morgen wird es regnen. Wer von euch hat sich die Füße nicht gewaschen? Der Bär. Aha. Also, was meint ihr jetzt mit waschen? Und was für ein Zeichen sprechen wir? Also, wenn es morgen regnet, dann hat sich heute jemand die Füße nicht gewaschen. So sagen wir Zwerge. Wäscht ihr jeden Tag die Füße? Regnet es jeden Tag, wenn ihr nicht die Füße wascht? Natürlich! Was? Wart ihr es wohl?
Nein. Weil Raphim hat sich noch nie die Füße gewaschen. So viel Wasser gibt es doch auf der ganzen Welt nicht. Also ich bin schon mal im Meer gewartet, das zählt doch, oder? Und ihr saßt einmal im Zuba, im Raya-Tempel. Oh, richtig! Ich? Wann bin ich sauber? Das ist eigentlich schon eine Weile her. Ja, aber das ist eine relative Aussage. Aber mir macht's nicht kaputt. Macht es nicht kaputt. Okay, aber wie kommt ihr jetzt denn darauf, dass es regnet? Guckt euch doch mal da draußen an. Regnet nicht. Also, seht ihr die Wolke da hinten, die von Ferikum kommt? Das sind sogenannte große dunkle Wolken. Meint ihr? Die wird abregnen irgendwie. Das ist schlecht. Und genau über uns? Oder zieht sie nach Norden, Westen? Ja, vermutlich über unseren Weg, denke ich mal, sonst wird das nicht erwähnen. Ja. Je nachdem, wie die Landstraße von hier aus noch beschaffen ist, könnte uns die Schwierigkeiten machen. Ja, aber was sollen wir sonst tun? Wir müssen weiterreiten. Ja, natürlich müssen wir. Möglicherweise. Wir sollten allerdings sehen, dass wir irgendwie zwei Latten mitnehmen, falls wir uns festfahren. Das ist tatsächlich sehr gut mitgedacht. Seid ihr schon öfter mit dem Streitwagen durch die Pampa gefahren? Gelegentlich. Einmal, um genau zu sein. Ihr seid eine ausgewiesene Experte, also fürs Querfeld einfahren, könnte man sagen. Ich glaube, ihr seid auch der Einzige, der mit Streitwagen Querfeld einfährt. Da war mal... Egal. Jedenfalls hoffen wir einfach, dass die Straße sich noch gut gibt, bis wir an der Reichstraße sind und die ist irgendeinigerweise. Die gepflastert? Oder was ist die? Größtenteils ja. Manche sind auch einfach nur geschottert, aber... Ja, okay. Und ja, sie ist jedenfalls ganz gut ausgebaut. Ja, dann könnt ihr bei einem... Dann könnt ihr bei einem örtlichen Schreiner, irgendjemand, der Bäume fällen darf mit einer Lizenz, könnt ihr dann hier zwei Planken kaufen, die euch dann auch nur wenige Heller kosten. Einfaches Material, was man normalerweise benutzt, um irgendwelche Häuser zu zimmern, könnt ihr euch dann an den Karren spannen, um dann gewappnet zu sein, wenn der Wolkenbruch kommt. Wenn ihr dann wieder regeneriert und am nächsten Tag wach werdet, könnt ihr es bereits platschen und donnern hören draußen. Also der Regen wird hier mit aller Gewalt nach unten kommen und die Straßen aufwühlen, den Dreck nach oben treiben, den Schlamm und ja. Der Eisbär ist mittlerweile dann auch einfach aufgrund des Matsches auf der Straße relativ braun gefärbt. Raphim ist sich nicht ganz sicher, ob Braunbären so entstehen, aber er wirkt zumindest jetzt sehr, sehr dunkel. Wir dürfen ihn aber nicht irgendwie in der Höhle lassen, sonst wird er kleiner. Nun, nee. Ich hatte nicht vor, in nächster Zeit in eine Höhle zu gehen, falls euch das beruhigt. Behauptet ihr jetzt so? Will nichts sagen, aber ich befürchte, der Weg ab jetzt wird alles andere als einfach. Der ganze Schlamm, ich hasse Regen. Naja, Regen gehört dazu. Ich dachte, bei euch in der Landwehr regnet es andauernd. Ihr habt eine Regenzeit? Ich laufe ja auch nicht andauernd durch den Dschungel, obwohl eigentlich mache ich das schon recht oft. Aber ich hasse auch den Dschungel. Jedenfalls dann seid ihr falsch. Das ist ja wunderschön, aber der Dschungel. Aber mir kann euch davon berichten. Alles voll mit blöden Mistviechern. Giftigen Pflanzen, giftigen Tieren. Nicht ganz so schlimm wie in Maraskan, aber wie ich hörte, aber schlimm genug. Aber die Stadt ist wunderschön. Und dann diese Eingeborenen überall. Ja, die müssen wir noch wegfangen. Die sind furchtbar. Kein Benehmen. Ihr dürft mir auch nochmal zusätzlich eine Hauswirtschaftsprobe geben. Effert bürdet uns nie mehr auf, als wir ertragen können. Aber schon Hauswirtschaft ist doch mein... ist ein Handwerk, ja? Das ist ein Handwerk, schon immer gewesen. Doch mein Talent. RIP! Hab ich nicht. Apple mir Ace. Die hast du nicht! Ich hab's auch nicht. Kannst du ableiten auf Fingerfertigkeit plus 7? Ja, aber in dem Fall will ich eine Klugheitsprobe haben und keine Fingerfertigkeit. Oder Intuition, es wird auf Intuition gewürfelt. Wow. 1. Easy, Crit. Passt. Ja, trotz der 7. Passt. Du hast noch eine 1. Ja, ihr geht so ein bisschen, bevor ihr dann losgefahren seid, habt dann die Tiere wieder vorgespannt. Fällt dem einen oder dem anderen auf, Jalan ist nur wieder mit den Rädern seines Streitwagens beschäftigt, fällt den anderen auf, dass euch die Nahrung ausgegangen ist. Das liegt unter anderem daran, dass ihr A, wenig Nahrung in Gareth bekommen habt und B, dass ihr dann den anderen Teil noch mit den Raben uns geteilt habt. Dementsprechend werdet ihr jagen müssen.
Okay, wer von euch kann jagen? Ich habe gehört, die Elfen jagen mit Fulminictus. Was? Mit wie bitte? Mit einem Zauber. Wie uns zivilisiert. Um Gottes Willen, bei allen Zwölfen. Passt ihr auf den Wagen auf, macht doch hier eine Lagerstelle. Ja, aktuell steht hier noch in der Siedlung bereits Garten. Ach so. Aber auch auf Nachfrage, die haben nichts, einfach, die brauchen das, was sie haben, selber. Die können nichts verkaufen und die Flüchtlinge, die jetzt hier auch durchgekommen sind, haben den Rest dann irgendwie für sich annektiert. Ihr seid einfach zu spät. Jarlan, falls ihr vorhabt zu jagen, denkt dran, nichts größer als ein Hasen zu erwischen. Aber mir, wir sind Reichsadlige. Nun ja, wir sind aber nicht Adlige dieser Baronie, fürchte ich. Richtig, aber ihr versteht sicherlich, dass es ein stillsteigendes Verständnis gibt. Nun gut, ich habe euch gewarnt. Keine Sorge. Sagt nicht, ich habe euch nicht gewarnt. Wenn der örtliche Baron Anspruch, anscheinend Anstoß nimmt, werde ich das schon mit ihm klären. Also ich gehe lieber Pflanzen sammeln. Können Pflanzen sammeln? Wir werden uns jetzt erst einmal auf den Weg machen, wenn wir zwischendrin ein vielversprechend aussehendes Waldstück sehen. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich euch begleite bei der Pflanzensuche? Nein, nicht im geringsten. Vielleicht könnt ihr mir auch den einen oder anderen Kniff beibringen, wo man dieses eine oder andere Kraut finden könnte. Ja, natürlich, je nachdem, wonach ihr sucht. Ich weiß nicht, was hier wächst, ehrlich gesagt. Wächst hier, ich weiß nicht, Einbeeren? Ja, in der Regel schon. Vielleicht ein paar Kräuter, um den Hasen schmackhafter zu machen. Ich dachte jetzt eigentlich eher an Nüsse und sowas, um sie zu essen. Nüsse. Und Beeren. Das sind bloß Beilagen, ihr wisst schon, oder? Auch die machen satt. Aber wir... Nein, ich glaube nicht, dass wir uns in Elefanten verwandeln, aber... Naja, es müssen wahrscheinlich viele Nüsse sein. Schaut euch doch mal Rafim an. Der könnte einen ganzen Sack fressen, ohne satt zu werden. Naja, mal schauen, ob Sumu uns gnädig ist. Und dann... Ja, Sumu ist euch nicht gnädig. Efforts Element wird bis in den letzten Winkel eurer Rucksäcke kriechen. Und ihr werdet euch gewiss, die Nacht wird sehr ungemütlich. Einfach aufgrund des Matsches auf der Straße. Hier ist nichts wirklich ausgebaut. Zumindest liegen hier keine richtigen, ja, gepflasterten Steine mehr dann. Dafür hat man dann einfach eine Reichsstraße und auf der seid ihr nicht. Ihr werdet keine 40 Meilen an diesem Tag schaffen, sondern irgendwann mitten in der Wildnis, irgendwo zwischen Pareins Garten und Madra Mu, ihr seid euch nicht ganz sicher, wie die Ortschaft heißt, der Wegweiser in die Richtung ist wohl auch zerbrochen vor langer Zeit. Ja, Gasthäuser wird es dann hier auch auf dieser Straße nicht geben, sodass ihr dann, gerade dann, wenn ihr zu der Linken von euch seht, wie ein weiterer kleiner Fluss sich entlang der Straße pirscht, werdet ihr bemerken, dass es auch sehr sumpfig wird. Zu dem Problem, dass es jetzt auch einfach regnet ohne Unterbrechung. Auf der rechten Seite könnt ihr dann aber auch die hochaufragenden Berge sehen, zumindest erstmal kleine Hügel, die dann auch bewaldet sind. Und ja, es wird sehr uneben, es wird sehr nass, das Wasser fließt vom Berg hinab an euch vorbei und ja, so steht ihr dann, wenn es dann dunkel wird, auf der Straße. Es wird dunkler und dunkler und kein Gasthaus weit und breit in Sicht. Und wir wollten ja zwischendrin erstmal Rast machen, um Nahrung zu beschaffen. Ich denke mal, das könnt ihr dann jetzt heute Abend machen. Oder wollt ihr das tagsüber machen, dann die Reise unterbrechen? Naja, anzufangen, wenn es schon dunkel wird, ist meistens nicht so gut. Ja, also, wie gesagt, dann so 16, 17 Uhr, noch ist die Sonne da. Wir haben es ja mittlerweile schon später Frühling, also Ingrim zumindest. Und die Sonne wird wohl irgendwo noch, also die Sonne ist nicht da, aber es ist hell, so sage ich einfach mal. Und jagt zumindest nicht mehr in Finsternis. Meine Herren, wir werden die Reichsstraße heute sowieso nicht mehr erreichen. Ich denke, wir können genauso gut hier lagern. Ja. Und trocknes Örtchen suchen. Ich schau mal, ob ich eine kleine Höhle finde. Bitte nicht. Wieso?
Schauen wir zum Bären. Schauen wir zu Rafim. Habt ihr Angst, dass sich eure Pferden in Ponys verwandeln? Rafim wird zu einem Zwerg. Nein, ich habe nur zu dem Großen hier gesagt, wir hätten nicht vor, in eine Höhle zu gehen. Das ist richtig. Ich erinnere mich sehr gut daran. Außerdem zähle ich das hier als Füße waschen. Nur, dass wir das besprochen haben. Ja, wenn er mich nass bis auf die Knochen. Im Loch in eurem Stiefel, da wundert es mich nicht. Naja, also ist kein Loch, das ist zur Belüftung. Ich weiß ja nicht. Ihr könnt gerne vor der Höhle schlafen, wenn ich eine finden sollte. Ja, sucht doch erstmal, ob ihr überhaupt was findet. Dann sehen wir uns erst einmal um, genau. So, einen Moment. Ihr dürft euch jetzt einigen, und zwar auf einen jemanden, der die Qualität eures Lagerplatzes festlegt. Ihr dürft natürlich helfen. Ich möchte helfen. Okay, du möchtest helfen. Frage an euch, habt ihr Sumpfkundig? Nein. Hat keiner, gut. Würde natürlich nochmal erleichtern. Ihr müsst aktuell nicht auf Geheimhaltung achten, das wäre eine plus 5. Es ist nicht dunkel, es regnet zwar halt, aber wir befinden uns auch nicht im Hochgebirge, wir befinden uns in den Sümpfen. Das ist erstmal eine plus 6. Ich glaube, das ist das Einzige gerade erstmal. Genau, es ist erstmal nur eine plus 6 auf die Probe. Ach, gucken, was rumkommt, nicht? Nice! Hätte es nicht eine 19 sein können, dann hätte ich jetzt eine Straße. So, ja, dann erschwert nochmal mit einer plus 1. Dann gucke ich gerade mal, Boltax, willst du die Probe leiten oder willst du nur unterstützen? Ich hätte jetzt nur unterstützt. Ja, habe ich gemerkt. Also ich kann es probieren. Ein bisschen verstehe ich ja was von draußen. Ich, ne? Auch. Ja, also eine Probe, die anführt und die anderen unterstützen. Aber mir soll ich vorgehen? Ich meine, hier ist ganz schön viel Matsch. Oder willst du? Ja, ja, geht mal ruhig vor. Tret in die Matschlöcher. Dann mache ich das. Okay, ich suche, führe an. Ah. Mensch. Auf Maras kann man das alles irgendwie leichter. So, Abel, mir willst du auch noch unterstützen. Was muss ich würfeln? Ein Wildnisleben? Wildnisleben, genau. Ich werde dann 6 Punkte. Hey! Das ist sogar plus 6, das ist wieder eine minus 1. Isarun, willst du helfen? Lieber nicht. Lieber nicht, hab ich mir gedacht. Gut, dann habt ihr von mir plus 1 für 2 nicht geholfene Proben, eine minus 1 von Abel mir. Dann bekommt ihr eine minus 3, weil ihr vor eine Stunde vor Sonnenuntergang angefangen habt mit der Suche. Dann sind wir bei mit einer plus 6. Wird die Probe auf alle Fälle gelungen sein. Das ist jetzt natürlich noch wichtig, wie die Erschwernis ist. Ich muss gerade mal schauen. Damit hast du 7 THW zur Verfügung. Das heißt, du darfst dir aus unserer lustigen Qualitätsstufe des Lagerplatzes, darfst du dir 7 Sachen aussuchen, die du jetzt für deinen Lagerplatz bekommst. Gegengeschützt. Ja. Nahrungsversorgung. Ja, ja, wäre wichtig. Ja. Nahrungsversorgung. Der nächste ebener Grund ist auch immer cool. Das sind keine Ungeziefer und keine. Genau, also du würdest dann eben die restliche Nahrung oder das, was ihr jetzt dann gesucht habt, das könntet ihr dann eben behalten. Mal keine Haupttiere. Geschützt. Ein noch. Gewässer in der Nähe. Ja, Gewässer sogar. Wir sind im Sumpf, ich würde sagen feuchter Boden. Was bringt mir denn feuchter Boden? Ja, wenn du keinen feuchten Boden hast, wird dir der Arsch nicht feucht. Ah, okay, das macht deutlich mehr Sinn. Ja. Gut, dann, ja, Wälder in der Nähe sind sowieso, aber das Problem ist, die Wälder sind alle nass, das heißt, ihr könnt damit kein Feuer entzünden. Damit ist die Küche kalt. Gibt's einen Carpaccio? Er ist schon immer gerne roh. Es ist nicht versteckt und blickgeschützt und es ist nicht gut zu verteidigen. Gewässer sind in der Nähe, das heißt, es wird. Ich muss gerade mal gucken. Es ist zwar, ja, sowas wie Wasser fließt um euch herum, aber das ist nichts, was ihr trinken könnt. Und der individuelle Schlafplatz, den dürft ihr jetzt gleich alle nochmal selber würfeln. Spitze Steine, vorspringende Wurzeln und vielleicht ein paar Krabbeltiere, die nur in den eigenen Schlafplatz kriechen. Und da muss Isarun auch. Also jetzt nochmal alle wildes Leben? Du nicht, du hast schon die Probe gewürfelt, das passt. Okay.
Ich habe eine Frage, was das Jagen angeht. Kann ich Hetzjagd mit Waffe jetzt betreiben oder nicht? Hast du ein Pferd? Ja. Dann ja, wenn du eine entsprechende Waffe hast. Was ist eine entsprechende Waffe? Eine Fernwaffe, die kein Langbogen ist. Schwierig. Also die du vom Pferderücken aus benutzen darfst. Gut, dann bitte nochmal 4 Wildnisleben proben. Keine Sorge, ich kümmere mich da schon drum. So, Wildnisleben. Ja, das sieht gut aus. Oh, das sieht richtig gut irgendwo aus. Nicht oh, ich mache halt alles über. Warum wollt ihr Isarun denn nicht helfen? Wegen ihren 2 Punkten? Na gut. Ja. Dann kriegt ihr zumindest keine minus 2. Keine minus 1. So, dann schicke ich mich auch noch auf die Jagd zu gehen. Gewässer, kein Wasser. Ein Wald, das ist also sehr kalt, versteckt und blickgeschickt und gut zu verteidigen. Okay. Die minus 1 werden da alle rausgekürzt, dann ist es einfach nur eine minus 1 auf die Regeneration, wenn ihr Schlafsäcke habt. Ich gehe mal davon aus, ihr seid clever genug, um sowas eingepackt zu haben. Sicher, ich habe meinen noch von, wie heißt es denn? Von der Sichel über. Gut, machen wir kurz die Jagd. Da ich keine Waffe habe, die vom Pferderücken aus verwendbar ist, muss ich auf die Pirschjagd gehen. Aber das ist kein Problem. Ich summiere kurz auf. Langbogen gibt mir eine minus 2. Meisterschütze gibt mir insgesamt eine minus 7. Für dann insgesamt minus 9. Wir sind in einem Sumpf. Das ist sumpfiges Gebiet. Also zählt das als südliche Sümpfe und Marschen? Das wäre eine plus 2. Oder nördliche Sümpfe. Nördliche Sümpfe. Das ist eine plus 4. Also haben wir dann eine minus 9. Plus eine 4. Und herrscht eine steife Brise? Bum, 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 bum. Ich glaube, wir haben tatsächlich auch sowas für Wetter. Ich würde mal sagen, eine steife Brise nicht, aber es ist auf alle Fälle kalt mit dem Wind. Ja, aber das macht ihr meiner Schießerei nicht. Für den Wind, ja, nee, okay. Also. Da haben wir insgesamt eine 5. Ich möchte dann noch die 2 Punkte Erschwernis haben, weil ich nur schmackhaftes Fleisch jagen möchte. Das ist dann eine Erleichterung von 3 Punkten. Damit gehe ich nun auf die Pirschjagd. Und komme tatsächlich trotz Mangel. Was ist das denn für eine Probe? Das ist die Pirschjagd. Ja, aber wie krass. Ich komme trotz mangelnden Erfolges mit 4 Rationen. 18, 16, 20. Ja, so gut muss man sein. So, lass mich noch kurz einen W6 würfeln. Ich darf meinen Pfeil sogar behalten. Also, kann ich hinterher wieder so herausschneiden, dass er brauchbar ist. Ja. Und so kommt ihr alle an, ja, vermutlich tatsächlich mit einem Karnickel oder 2 zurück.